Hi Leute, wie ihr seht, wir nehmen ja auch Videos und Videos und Videos in Serie auf, um euch am Laufen zu halten und außerdem auch mal schönes Licht. Also das Corona, was für den Planeten tut, scheint sich zu bewahrheiten. Ich finde, es ist seit langem super klar draußen. Also jetzt, was für die Jungs, die zu Hause und Mädels, die zu Hause keine Klimmzüge machen können und wir trotzdem so ein bisschen die Zugbewegung mit reinbringen. Ihr seht, ich baue mich in der ersten Aktion hier. Das Gym komplett um. Es wird Zeit, dass ihr wieder herkommt. Ihr nehmt euch einen Tisch. Bitte überprüft vor, dass der das aushält, beziehungsweise muss sich dann jemand auf die andere Seite setzen. Ihr geht unter den Tisch. Ihr seht, was ich meine. Ja? Wenn das nicht passt, dann kommt ihr euch entgegen und ihr habt ein schönes Lächeln. Ansonsten greift euch das Tischchen, guckt vom Schwerpunkt her und dann zieht ihr euch heran. Eine hervorragende Klimmzug-Variante. Wie gesagt, denkt dran, dass der auch nicht stabilisiert ist. Und ihr guckt auf 10 bis 20 Wiederholungen je nach Leistungsniveau. Und das wechseln wir an mit Planke. Hat man lange nicht. Zeigst du das eigentlich? Denkt dran, rum schön gerade. Hier könnt ihr ein bisschen variieren, dass ihr die Planke ein bisschen streckt oder rankommt. Je nachdem, wie gut ihr das könnt. Planke würde ich vorschlagen, bis zum Versagen durchführen. Das direkt hintereinander, also erst die Zugbewegung, dann die Planke bis zum Versagen, wieder ein Minütchen Pause und guckt 5 bis 15 Durchgänge. Bleibt stark, bis dann.